Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das erste Video, was ich drehe nach meiner Operation. Vielen lieben Dank für die ganzen Genesungswünsche. Ehrlich, richtig cool. Und ja, was soll ich sagen? Wir fangen andersrum an. Es geht jetzt ums Osterfeuer. Alle Jahre wieder. Hier ist schon ein bisschen was. Das hat Matthias gebracht. Der kommt auch noch später dazu, denke ich mal. Und bringt nochmal einen Schwung. Und Daniel ist da. Und zwar bringt Daniel auch noch Strauchhut. fertig funktioniert. Mit seinem Anhänger und dem 323. Der hat ein bisschen was geladen. Und das will er hier eben abschmeißen. Hier geht er fast aus hier mit großen Gang. Herrlich, wa? Problem im Moment, dass er nicht ausgeht. Immer noch nicht oder schon wieder nicht? So, moin Daniel. Moin. Hattest du das nicht mal repariert mit dem Ausgehen? Ja, ich weiß nicht, letzte Woche, was habe ich denn letzte Woche gemacht? Ich weiß nicht. Also ich habe ja einen Teil von dem Holz nach Hause bekommen. Genau. Und seitdem nimmt der das Fußgas, ganz normal das Gas, halt nicht nur bis 1500 Touren an. Und eigentlich ist ja 1,9 ist original. Achso, 1,9 ist also 1900 Touren. Drehzahl ist, quasi. Ja, ist Drehzahl. Drehzahlende. Und nun weiß ich nicht, das ist ja hier mit dem ollen Gestänge hier. Ich weiß nicht, das geht ja einmal durch. Hier ist das alles ein bisschen wenig. Und das geht ja einmal komplett hier durch. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwas übergesprungen ist. Achso, oder da, irgendwas. Da aber normal, da geht das durch. Ja. Genau. Und irgendwie, jetzt muss ich immer dann meine restlichen Touren mit Handgas geben. Jetzt hast du ihn quasi gedrosselt, oder? Ja, gedrosselt, genau. Scheiße. Und nun muss ich mal sehen, woran das liegt. Ich habe schon auf der anderen Seite ist so eine Gasgestänge, die, was ja zur Pumpe geht. Das ist da unten dieses hier. Ah ja, ja. Das habe ich schon ein bisschen gekürzt. Ah, okay. Und dadurch schiebt er den jetzt auch nicht weit genug nach vorne und macht ihn aus. Ach, guck. Ja, das ist immer das Problem, wenn man dabei geht und dann irgendwelche Fehler nachzukorrigieren. Das ist immer scheiße, ne? Weil du hast die Ursache dann nicht gefunden. Du versuchst das anders irgendwie zu drehen. Nun weiß ich nicht, ob ich hier nochmal versuchen soll, das Pedal etwas warm zu machen. Bisschen. Ja, aber das ist ja, muss ja passiert sein. Ja, ich muss mir mal in der Ersatzteilliste angucken, wie das da drinnen zusammensetzt. Irgendwas muss da ja passiert sein, warum das denn jetzt so ist, ne? Irgendwas muss da übergerutscht sein oder weiß ich nicht, wie das da drinnen zusammenhängt. Klar, man kann die Ursache natürlich anderweitig beheben, aber meistens. Ja, aber meistens zieht das einen Fehler nach sich. Genau, das kennen wir ja schon. Ja. Da bin ich Meister drin, ne? Jetzt geht das nämlich nicht aus. Ja, richtig, genau. Dann läuft er wieder fix. Nachgestellt, ja, okay, gibt ein bisschen mehr Gas, aber geht nicht mehr aus. Auch von Hand nicht. Du kriegst es. Sonst konntest du ja mal aufstehen und dann mit der Hand. Ja, aber jetzt kann ich nicht weit genug nach vorne drücken, ne? Dass die Dieselpumpe dann ausgeht. Und du musst ihn abwürgen, oder wie machst du das dann? Ja, aber das muss auch unbedingt gemacht werden. Ja, richtig. Weil das geht ja nicht immer im. Nee, das soll ja auch nicht. Das soll ja vernünftig, ne? Ja. Ja, schön. Du hast ein bisschen was mitgebracht für uns. Ja, ich habe zu Hause ein bisschen aufgeräumt. Ja, schön. Und dann hier wolltest du das dann abkippen, sagst du? Ja, klar. Obwohl, das ist ja eigentlich, wenn du jetzt Fuchs gewesen wärst, hättest du den Spann gut runter lang gelegt. Ja. Dann hättest du einfach anreißen müssen, dann wäre es gut gewesen. Ne? Genau. Das ist nur Strauchzeug, das ist ja. Das ist nichts. Das ist jetzt kein. Ist ja ruckzuck weg. Nichts Wildes da drin. Ich habe die obersten Schotten festgemacht. Die obersten, ach so. Wenn du die jetzt runterkippst, dann fallen sie nicht mehr ab. Ja, ich habe die, da waren ja die Schrauben waren ja drin, ja, aber die waren abgerissen. Ja so, ne? Die waren ja sowas von fertig. Und aufgebohrt, Gewinde geschnitten und eben M8er Schrauben rein. Ja, genau. Ja, die hatten wir immer lose, weil wir ja dann
wie war das denn, abgeschoben haben, glaube ich. Ja. Und dann sind wir losgefahren damit. Und dann hängen die da drin. Ja. Ja, muss und deswegen haben wir das dann gelassen mit dem hier Festschrauben. Aber ich habe mir 13er Schlüssel mit als Bordwerkzeug. Ja. Und dann, wenn das mal sein muss, kann ich die auch abnehmen. Genau. Und wollen wir mal sehen, dass wir hier ein Feuerchen zusammenkriegen. Wa? Oder Löwequoll, wa? So, die Uhren mal aufmachen hier, oder was schon? Kannst du. Ist oben auch auf, ja. Ja. Guck. Nee, was schön. Und die Matratzen hast du unten drunter liegen, Daniel, oder? Ja, genau. Und die Reifen? Mit dem Ikea hier, wie heißt das? Kallax, oder wie heißt das? Gar keine Forke mitgekriegt. Soll ich dir was geben? Nö, alles gut. Ja, ich kann dir ja leider nicht mit anfasen. Ich bin ein bisschen behindert, ne? Aber das war ich vorher auch. Brauchst du eine Schutzbrille? Das sieht so gefährlich aus. Hey. Alles gut. Sexy. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir unser Osterfeuer auf dem Weizenfeld machen, das haben wir hier ausgespart. Ne? Bis da vorne hat Joche gegrillt, das hier ist alles. Hier sollen später Kartoffeln rein. Ne? Und da die Kartoffeln ja eh erst im Ende April kommen, passt das ja ganz gut mit unserem Osterfeuer hier. Da haben wir es nochmal, Thema Gummiwagen. Da sieht man nochmal richtig die Verschränkung. Ja. Na? Und Nummernschild habe ich gerichtet. Hey, cool. Hängt stimmt. Nicht mehr so auf. Auf halb acht. Ganz auf halb acht. Sauber. Gut. Ja, wächst schon ein bisschen. Es wächst. Dann würde ich sagen, hier, wir sehen dich gleich nochmal wieder im Video. Na? Bis später. Der Hoflader läuft im Hintergrund. Das heißt, wir machen jetzt weiter. Osterfeuer aufschütten, das Ganze muss natürlich zeitnah passieren. Also, ja, was heißt zeitnah? Also sprich, relativ nah am Datum. Man will natürlich, mein Anspruch ist immer so knapp wie möglich, am besten Tag vorher das Ganze aufschütten oder am gleichen Tag, damit so wenig Tiere wie möglich sich da einsiedeln. Am besten gar keine, ne? Deswegen, kurz vor knapp, jetzt vom Osterfeuer, machen wir jetzt weiter. Und schnappen uns den Hoflader, also ich nicht, Rea macht das, mit Krokodilgebiss davor. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Rea, die kann da nicht ganz gut mit umgehen mit dem Hoflader. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert, weil wir müssen nämlich die Sträucher da aufs Osterfeuer bringen. Und das, glaube ich, kriegt Rea bestimmt hin. Aber wir werden es sehen. Jetzt muss erstmal der Hoflader raus. Der läuft gerade einen Moment warm, damit er nicht gleich kalt auf die Mütze bekommt. Da muss jetzt erstmal die Palettengabel vorweg und dann das Krokodilgebiss dran. So, Rea kommt jetzt mit der Palettengabel, die wird abgehangen und dann wird das Krokodilgebiss angehangen. Erstmal vielen Dank an Udo an dieser Stelle, der hat mir nämlich diese coolen Handschuhe zugeschickt. Eine Nummer zu groß, Größe 10, ich habe eigentlich 9, aber das ist egal. Ein Geschenkengaul, guckst du nicht ins Maul. Sogar von Würth, alter Schwede. Geiles Zeug, vielen Dank. Und der Bremsenreiniger hat er mir noch zukommen lassen. Das ist allerdings für Sebastian und Daniel bestimmt. Das werde ich an die beiden Jungs verteilen. Auch die freuen sich dann sicher. Genau, vielen Dank, Udo. Der hat mir ja schon öfter was Gutes getan. Zum Beispiel diese Papierrollen und so. Papierrollenhalter und so, die benutze ich auch ständig. So, Rea ist jetzt gerade dabei und hängt die Gabel ab. Ja, Krokodilgebiss ist ja da hinten, ne? Krokodilgebiss ist da hinten. Okay.
So, einsatzbereit würde ich sagen, ne? So, nun kannst du, glaube ich, erstmal das hier wegnehmen, wenn sie lustig ist. Richtig. Bisschen tiefer. So, jetzt rein. Weiter zusammenschieben. Ja. So, jetzt zugreifen von mir aus. So, jetzt mal hoch damit. Mal gucken, was du jetzt hast. Mach mal höher. Nicht, dass du gleich am Tannenbaum hängst. So hoch wie es geht. Jawohl. So, dann hat es natürlich hier netterweise wieder geregnet die letzten Tage. Aber dank der Drainage geht das eigentlich relativ. Jawohl. Die zweite Rutsche ist auch drin. Hey, klasse. Aber hier ist noch weich, du. Hier ist wirklich noch weich. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, da machst du halt nichts, ne? Wir hatten jetzt gestern 15 Liter Regen. Ja. Da. Und jetzt haben sie wieder Regen gemeldet, von daher müssen wir es jetzt machen. Morgen, wie gesagt, ist wieder Regen angesagt. Ob das so funktioniert. Jo. Mal gucken, was sie jetzt geangelt hat hier. Oh ja. Drei Stück, ne? Oder was sind das? Könnte. Ja, nehmen wir mit. Oder sind es nur zwei? Ich weiß es nicht. Nee, scheiße. Ja, nochmal. Ja, die Erde von den Wurzeln müssen wir eigentlich ein bisschen abklopfen, aber naja. Jetzt noch mal ein bisschen reinschieben vielleicht. Ja, und jetzt zumachen. Jawohl. Oh ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus.
kann zugreifen. Neuer Tag, neues Glück. Wetter ist deutlich besser geworden irgendwie. Und es hat aber trotzdem heute Nacht wieder geregnet und alles. Also das kannst du vergessen. Man sieht da ja auch noch die Pfütze. Naja. So, da haben so viele nachgefragt. Immer mal wieder. Was sag ich mit deinem Hochrendaster? Ja, also mit dem Multitool, so nennt sich das Ding, ja. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. 2-3 Jahre, wo ich das Ding mal gekauft habe. Ich glaube für 160 Euro, 169. Video verlinke ich hier oben mal. Läuft das Ding noch? Funktioniert das noch? Ja, keine Ahnung. Ich habe das echt schon länger nicht mehr benutzt. Ganzen Winter logischerweise nicht. Also ich würde schon fast sagen, das Ding stand jetzt, also ich glaube letztes Mal mit dem Freischneider halt im Sommer irgendwann mal gesenzt, ne? Danach natürlich auch nicht wieder benutzt. Ich habe das euch mal, oder andersrum, ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen. Das hier ist so ein Kettensägenaufsatz. Ja, so sieht das aus. Hier ist noch eine Verlängerung, da ist quasi dieser Motorkopf drauf, kannst du dann abschrauben über so einen Verschluss und da ist jetzt auch noch ein Sensenkopf drauf und die Heckenschere habe ich da auch noch für, wobei die Heckenschere, die war damals relativ stumpf, die kann man aber nachschärfen, das habe ich schon von einem oder anderen Zuschauer gehört, dass man die eigentlich nur schärfen muss, weil die halt ab Werk nicht ganz so scharf ist. Das Teil ist von Ikra. Und man sieht, wenn man das Ding regelmäßig länger benutzt, dann wird das hier relativ warm und verfärbt sich. Fängt das so ein bisschen an zu kochen durch die Auspuffgase. Ja, das ist halt so leider. Macht aber jetzt erstmal, tut der Funktion aber erstmal keinen Abbruch. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das Ding überhaupt läuft, bevor ich mir die Mühe mache und das umbaue. Ne? Benzin ist irgendwie keiner drauf. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den leer weggestellt habe. Wird bestimmt verflogen sein. Nehme ich hier meinen Kanister. Da ist jetzt Sonderkraftstoff drin. Kann man auch recht gut befüllen, ohne zu kleben. Dann ist hier unten so ein Primer. Den kennt man ja von den Kettensägen und so. Und auch von anderen Freischneidern. Da pumpe ich jetzt 6 Mal, soll ich drauf pumpen. Ich pumpe jetzt mal so nach Gefühl. Ja. Choke an, aus. Hier auf Anstellen. Kann ich irgendwie den Gas arretieren? Ne, das kann ich nicht. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal und gucken, was passiert. Ne? Soll mich ja wundern, was der Kollege sagt. Erwarten tue ich erstmal nicht viel. Hätte ich noch nicht mehr gerechnet. Aber da kannst du ja mal nichts sagen. Ne? Das lief jetzt da relativ gut. Lass ich jetzt ein bisschen warm tuckern und dann geben wir mal Gas. Mal wieder Restart. Ohne Frage, oder? Ist doch gut, ne? Hätte ich nicht mit gerechnet, echt nicht. Ja, cool.
Also, Frage beantwortet, läuft noch. So, dann haben wir hier die Verschlüsse. Den schraubst du lose. So. Dann machst du ihn hier, ziehst du raus und dann kannst du schon, seht ihr, das ganze Ding entfernen. So. So sieht es aus. Hier ist so eine ja, Welle drin. An dieser Position kommt dann jetzt die Verlängerung. Den nehmen wir ab. Der kommt dann hier drauf. Und hier ist nämlich auch die Welle drin. Hier ist dieses Loch. Das muss dann auch wieder an der Stelle. Zack. Jetzt schon arretiert. Hier mit dem Verschluss nochmal wieder zudrehen. So. Und dann ist es fest. Das gleiche jetzt hier oben auch. Ist der gleiche Verschluss. Gleiche Art und Weise. Und wie gesagt, das gleiche nochmal da. So. Haben wir jetzt relativ schnell zusammengesteckt, wie gesagt. Da habe ich jetzt der andere Kopf. Und ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Muss ich mal messen. Kann ich euch gar nicht mehr sagen. Werde ich gleich mal ausprobieren, ausmessen. Fakt ist auf jeden Fall, mit der Zeit, ich hatte das Ding natürlich jetzt voller Öl stehen, trieft das da so ein bisschen raus. Hier ist ein Schmiernippel, ein Druckschmierknopf, so genannt. Den müssen wir einmal abfetten, weil das Winkelgetriebe muss natürlich einmal gefettet sein. Die Kette ist noch die erste, ist eine Oregon-Kette drauf. Und ja, die geht auch noch. Da wurde mir gesagt, letztens Oregon baut zwei verschiedene Kategorien von Qualitäten. Die schwarze Schrift ist wohl die billige, die Baumarktqualität quasi. Und die rote Schrift, wenn das dann in Rot draufsteht, ist die Profi-Qualität. So wurde mir erzählt. Kann aber auch gut hinkommen. Ich habe nämlich an meiner Stiel eine Oregon-Schiene drauf, die ist rot, also rote Schrift. Und auf der Viertakt-China-Säge ist eine Oregon-Schiene drauf in schwarz. Und hier auf diesem China-Gerät ist auch ein schwarze Schrift. Also von daher kommt das ganz gut hin. Öltank 150 Milliliter, ach, von 2020 ist es. Hier steht sogar drauf, von 2020. Öltank 150 Milliliter und 25 Zentimeter ist hier die Schiene vorne dran. Dann mache ich mal die Geschichte ein bisschen sauber. Das geht ja immer wunderbar mit Bremsenreiniger hier. So sieht es auch schon viel besser aus. Das ist übrigens der bestriechendste Bremsenreiniger, den es gibt, glaube ich. Ich habe noch nie einen Bremsenreiniger gehabt, der parfümiert ist. Also ich glaube, dass der parfümiert ist, weil der riecht so irgendwie so leicht orangig. Es ist dann so ein Orangenreiniger mit drin, das kann auch sein, weiß ich nicht. Ich verlinke euch den in der Beschreibung. Der ist echt gut und vor allen Dingen, ja, riecht er angenehm. Ich mag das ja mal gerne, wenn das gut riecht. So, von wo soll ich denn jetzt messen? Ich messe jetzt mal von Anfang Schiene, also sprich vom Öltank aus, bis zum Griff sind genau 2 Meter. Ja, und dann kommt halt der Griff noch. Insgesamt ist die ganze Geschichte 2,70 Meter plus die 25 cm Schiene, ne? Also quasi fast 3 Meter. Aber entscheidend ist ja eigentlich, ich sag mal so, ab dem Griff hier, ab hier bis nach vorne sind 2 Meter. Wenn du dann quasi hier diesen hier machst, dann hast du halt ab Oberkante Arm 2 Meter bis nach oben. Das ist schon ein bisschen, ne? So, dann lasse ich den nochmal laufen. Dann könnt ihr das auch nochmal hören, wie das da vorne klingt. Ich weiß nicht, muss ich jetzt nochmal einen Schub machen? Wahrscheinlich nicht. Alter Schwede, wa? Ja, der kann es aber nichts sagen. Ja, wie gesagt, läuft gut, rüttelt sich da eins zurecht, aber das ist ja, glaube ich, normal bei Freischneidern. Dann hast du hier unten drunter so einen Standfuß, wo sie das Ding dann abstellen kann. Und wichtig, die Kette dreht im Stand nicht mit. Und hier sieht man auch an der ganz öligen Kette jetzt, ja, vibriert natürlich ziemlich, wie gut das doch pumpt hier, das Öl. Ne? Also die Ölpumpe funktioniert. Okay. Hier sieht man, wie er sich darüber wandert.
Ich würde sagen, ich ziehe mir mal andere Klamotten an und dann schneiden wir gleich mal ein bisschen hier ein paar Äste. Ich habe hier noch ein paar, die runter müssen und die Nerven, die schneiden wir mit Hoch- und Aster ab. So, ist noch nicht ganz so weit mit Hoch- und Aster, kommen aber gleich. Wir sind jetzt erstmal hier auf dem Land, da wo der Bagger gebaggert hat im Februar. Und der hat noch Äste, ich habe das noch nicht gezeigt hier, kann ich gleich mal machen. Der hat noch Äste hier rausgebaggert, die wollen wir natürlich noch mit aufs Osterfeuer schmeißen. Dafür hat Rea sich jetzt den Panzer gekrallt und ich die Kettensäge liegt da hinten drauf, falls noch was klein gesägt werden muss. So sieht das Ganze jetzt hier aus, schön ausgegraben alles. Und also das meiste ist ja auf Nachbarsseite passiert, ne, da sieht man es. Aber halt hier vorne, wo er in den Baumbestand nicht hinkam, da hat er natürlich auf diese Seite gebaggert, ist ja klar. Das muss ich noch wegfahren, das dauert auch nicht mehr lange, dann wird das Ganze weggefahren. Aber man soll diese Haufen nicht unterschätzen, das ist schon ordentlich. Was da an Erde drin sitzt, soll man gar nicht meinen. Ihr seht ja selber, wie groß die Haufen sind. Von weitem denkst du, oh, da ist ja nichts. Aber da ist schon ein bisschen Aushub drauf. Ne? Hier ist ja halt auch ein bisschen rausgekommen. Die letzten 13 Jahre ist hier, glaube ich, nichts passiert, sagte der Baggerfahrer. Und jetzt haben sie mal wieder einen Kahlschlag gemacht. Ne? Deswegen, wie wir hier sind, ist eigentlich hier vorne das Zeug. Das hier, das kann ja noch wunderbar mit aus Osterfeuer. Da hinten liegt noch mehr Zeug. Das nehmen wir gleich mit weg. So, das ist tatsächlich eine ganze Ladung voll geworden hier. Das viel raus zu sein, klar kannst du natürlich noch bis ins Unendliche, aber das Gröbste haben wir jetzt raus. Und den Rest verfahren wir dann eben mit dem Hoflader jetzt. Aber man sieht ja, was das für Erdhaufen sind. Das ist schon ein bisschen was. Aber das ist kein Problem, die Erde werden wir hier leicht los. Schön in irgendwelche Löcher rein und dann ist das gut. Jetzt wahrscheinlich sowieso nicht runterfallen, weil wir die Klappe vorne dran haben. Ah. So, und zwar haben wir hier jetzt, gucken, ob der passt. Ja, diesen Splint, den Bolzen, habe ich verloren. Vor einer langen Zeit schon. Jetzt probieren wir mal, ob das jetzt kippt. Langsam an, ob das funktioniert oder ob er sich irgendwo knallt. Ja, halt! Ja, warte! Jetzt? Ja. Jetzt kannst du nach vorne fahren. Ich wusste das nämlich, dass das irgendwie ab und zu mal kneift, wenn du das falsch rum machst. So. Fahren wir zurück. Ja, ihr habt gesehen, die Klappe muss raus, sonst bringt das Ganze nichts. Hatte ich aber vorhin schon in Verdacht beim Aufladen, dass das so nichts wird. Ja, ihr seht selber, ich habe diesen Splint, den kann ich euch noch mal kurz zeigen. So sieht der aus. Den habe ich verloren, den muss ich mir nachbauen. Das ist eigentlich relativ simpel. Kann man sie auch leicht bauen, muss nur das passende Material haben. Irgendeine Schraube oder eine Gewindestange würde auch gehen. Und dann gibt es da zwei verschiedene von. Einmal mit einem halben Splint durch, so wie dieser hier, oder halt einen ganzen, ne, dass er ganz durchgeht. Der passt quasi immer nur auf einer Seite. Das Schlimmste ist, diese Feder zu besorgen. Ne? Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja. Und die habe ich verloren leider. Ich habe die schon mal rot lackiert, aber ja. Entweder bei meinem Onkel verloren, hier auf dem Land, auf diesen gesamten 6 Hektar irgendwo, oder aber im Wald. Also ich habe schon gesucht, aber die findest du nicht wieder. Naja, wie dem auch sei, hier, wir machen weiter.
funktioniert gut, muss ich auch sagen. Sieht ein bisschen. Halsbrecher. Ja, tatsächlich. Aber nee, funktioniert. Das reicht ja schon. Ja. Das ist übrigens ein riesen Nachteil von diesem Ding hier, dass der Auspuff hinten sitzt. Das ist total dämlich, weil wenn du die nämlich dann, was weiß ich, vor dir hast oder auf dem Knie hier, dann verbrennst du dir tatsächlich am Auspuff dann unter anderem die Hose oder irgendwas anderes. Also das ist richtig dumm. Auspuff nach hinten, ich weiß nicht, wie man es sonst lösen soll. Zur Seite hinweg wäre, glaube ich, nach zur rechten Seite weg wäre, glaube ich, die bessere Wahl. Naja, you get what you pay, ne? Ist einfach so. So ein bisschen blöd jetzt mit den lauten Geräuschen von Lea. So, warum fahren wir hier denn nicht mit dem Hochlader her? Naja, einfach weil es jetzt wieder so viel geregnet hat, dass hier wieder in den Hochladerspuren Wasser steht. Das ist nicht schlecht, aber wir hier mit der Drainage gekommen. Auf dem Feld ist alles trocken. So, jetzt kann man hier drunter schön anzünden. Da ist das leichte trockene Holz unten drunter. Satan, ich glaube, das ist gleich weg. Wir können gleich so wieder reingehen. Alter. Von der Seite fällt. Geisteskrank. Ja, der Wind, der tut sein Übriges. Der Wind hat komplett nachgelassen. Tatsächlich war vorhin ja richtig windig. Jetzt ist der ganze Wind weg. Mehr oder weniger windstill. Ja, vom Feuer, ich mache mal das Licht an. So, vom Feuer ist auch echt nicht mehr viel übrig. Ne, wenn man sich das hier so anguckt. Ja, das lassen wir jetzt gemütlich ausglühen. Und dann sehen wir uns morgen früh nochmal wieder. So, meine Freunde, guten Morgen. Das ist davon übergeblieben. Die Wurzel von dem Kirschlorbeer.
Ich wollte nicht mit verbrennen. Aber der Rest ist tatsächlich mehr oder weniger auf, ne? Ja. Dann würde ich sagen, was ist an dieser Stelle fürs Video? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang geworden. Mal gucken, was ich da so rausschnippeln kann. Die Speicherrate ist auf jeden Fall relativ voll. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch frohe Ostern. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.